Im Durchbruch hat sich auch die Band The Sirs in langen Probenächten gesehnt. Dann ging es 1969 um die Wurst. In Otterkring spielten sich Nachwuchsbands die Finger wund, um bei einem Wettbewerb das Größte, einen Plattenvertrag, zu gewinnen. Sonntagnachmittag im Starclub. Vor Otterkrings speedfreudiger Jugend produzieren sich Go-Go Girls und Go-Go Man wienerischer Prägung. Nach der heißen Anheize präsentiert der Discjockey die verschiedenen Beatgruppen des Abends. Ja, meine Damen und Herren, auch heute gibt es einen Bandwettbewerb. Sechs beliebte Gruppen haben sich gemeldet und der erste Preis, was glauben Sie, was der erste Preis ist? Eine Schallplattenaufnahme. An diesem Sonntag wurden die Sirs mit ihrer neuen Eigenkomposition Every Time You Look At Me Sieger. But every time you look at me, I feel so very glad, girl. Every time I hear your voice, I'm no more sad, girl. Every time I look at me, I feel so very glad, girl. Every time you call my name, I'm no more sad. Und einige Wochen später erfüllt sich der Traum. Den Bass ein bisschen mehr klingen lassen. Ja, nur ein bisschen mehr klingen lassen, nicht so stark anreißen. Und dann machen sie das doch überall, weil wenn sie es hier und da reinmachen, ist das nicht gut, diese Zwischenschläge. Sondern überall, ununterbrochen auf der kleinen Trommel. Ja? So, bitte, noch einmal. Unter Anleitung eines geübten Produzenten und Tonmeisters stellen sie das Playback für die Schallplatte her. Da gehört es gleich rein. Am Schlagzeug. Nach dem ersten Schlag kehrt es schon durch. Sie hören das unten nicht so stark, aber das fängt zum Hupfen an, die Geschichte. Bitte. Achtung, konzentrieren ein bisschen. Noch einmal und nicht so stark auf der Gitarre drüben, das scheppert leicht. Ne? Einen Tag und eine Nacht lang müssen dieselben Rhythmen, dieselben Griffe und Schläge im Studio immer und immer wieder geübt werden. Erst das fehlerlose Musikband findet die Zustimmung von Band, Produzent und Tonmeister. Dann wird der Gesang aufgenommen. Prinzipiell in der Form ist ja das Ganze nicht schlecht, aber der Ausführung hapert es halt noch ein bisschen. Mhm. So, schauen wir uns das einmal an. Stoppen Sie? Ja. Sehr gut. Thank you.
Jetzt einmal, wann fängt denn der Gesang überhaupt an? Fängt der gleich mit dem Rhythmus an? Der fängt einen Tag nach an. Singen Sie mal mit. Ja. Das ist nicht so langweilig, wird die Pause da. So, wenn das möglich ist, möchte ich gerne die zwei Chorbrüder hören. Aber alleine, so, ohne Dings, sucht sich einen Ton aus, bitte. Every time you look at me, I feel so very glad, girl. Every time you call my name, I am no more sad. Ja, wer ist denn der Tiefere? Ich, der Kleine. Was? Wer ist tiefer und? Ja, so, noch eine Probe. Okay. Achtung. Every time you look at me. Ach so. Und so. I am down my baby, it's my pride. All my sorrows, babe, I just can't hide. Die Stimme des Solosängers, die allein schwach und leer klingt, wird mit technischer Raffinesse so verstärkt, dass sie für die Schlagerfans kräftig und voll erscheint. Every time you call my name, I'm no more sad. So ein Musikerleben kann auch ganz schön hart sein, bei so einem Tonmeister. Was wurde wohl aus der Beatband von 1969, aus den Sirs? Gibt es sie noch oder ist der Jugendtraum wie so oft irgendwann geplatzt? Sie werden es gleich sehen, denn ich habe die Herren vor kurzem getroffen. Und sie proben noch. Von 5 Sirs sind zwar nur mehr 3 übrig, das tut dem Engagement aber keinen Abbruch. Im Gegenteil, die ehemaligen Nachwuchsstars spielen noch immer wie die Jungen. Seit kurzem hilft Profi Uli Bär den Sirs quasi als Coach, damit die Lieder auch richtig sitzen. So, Chef. Machen wir ernst? Ja, pass auf. So wie es bis jetzt spielt, hat es zu schnell. Ist klar, ja. Gehört viel entspannter. Darum, wenn man das jetzt einfach mal so machen, dass ich gleich mal mit einsteigt. Ja. 1, 2, 3, 4. Entspannt? Naja, eher nicht. Der ist ja genauso streng wie der Tonmeister von damals. Ich war falsch, ja. Nein, ich hab zu. Richtig war keiner. Ja, okay, passt ja. Aber die Frage war, das kommt. Ja, ja, eben. Da muss ich weiter spielen, glaube ich. Peter und seine Sirs verdienen nicht ganz so üppig wie die Beatles. Deshalb mussten Brotjobs her. Das heißt aber nicht, dass Optiker Peter findet, dass er in einem gewöhnlichen Geschäft arbeitet. Bei uns geht es mehr um Gefühle, um Empfindungen. Darf ich vorgehen? Das möchte ich dir vielleicht zum Beispiel gleich zeigen. Was wir haben, das sind ganz besondere Brillen. Zum Beispiel eine Brille, die Ihnen bekannt vorkommen wird, die ORF-Brille. Na gut, wenn die kein Verkaufsschlager ist, dann weiß ich es auch nicht. Handgemacht und extra produziert. Wem das nicht genügt, haben wir zum Beispiel die schärfste Brille der Welt. Die schärfste Brille, wenn man die einmal aufsetzt, dann weiß man wirklich, dass man die schärfste Brille gekauft hat. Oder man rennt gegen eine Wand. Ne? Oder man rennt gegen eine Wand. Aber mit Späßen allein hat man leider noch keinen Laden, der läuft. Vor Jahren musste Peter sein eigenes Geschäft schließen. Ich bin finanziell eingefahren. Ich bin zweimal finanziell eingefahren. Eingefahren meine ich damit, dass ich in der Firma, die ich vorher 35 Jahre gehabt habe, den Konkurs anmelden musste. Die Idee für eine neue, hoffentlich lukrative Einnahmequelle hätte Peter aber schon. Porträts von prominenten Zeitgenossen könnte man ja vielleicht verkaufen, denn Peter malt in seiner Freizeit. Darf ich da? Geh noch kurz vor. So. Na Wahnsinn, bitte. Da sind diese ganzen, wenn Sie vielleicht vorgehen, diese ganzen Ölbilder. Und da versuche ich also in Brödel, in unserem Bundeskanzler. Wieso hat der Bundeskanzler so eine Frisur?
Ja, ein bisschen flotter habe ich ihn gemacht, dass er ein bisschen jugendlich und flotter ist. Dann Beispiel auch hier, da habe ich wieder meine Frau also in auf alt gemalt, das ist ja nicht schwierig. Die sind so frech, mein lieber Schwan. Ich bin nicht frech. Ob diese Porträts sich verkaufen lassen werden, ist noch Zukunftsmusik. Die Rhythmen der wilden 60er Jahre holen sich die Sörs mit dem Panorama-Beitrag zurück ins Gedächtnis. Auch Peters Frau Manuela und Hund Semino Rossi schauen, was das Herrl so alles vor ihrer Zeit gemacht hat. Mit ihrer neuen Eigenkomposition. Doch, schau her. Every time you look at me, so see her. Mein Berti. Oh, Gottes, das ist ein Fehler, gell? Na, ja. Gottes Willen! Ich war nicht dabei. Schaut euch das an. Wie gut, wie fesch ich war. Das ist nicht so langweilig, wird die Pause da. Nach den wilden 60ern kamen die noch wilderen 70er. Jedenfalls bei den Sirs, die 7 Jahre lang als Berufsmusiker durch Europa getingelt sind und in der Presse für so manche Schlagzeile gesorgt haben. Das macht die Herren bis heute stolz. Aber nicht nur das. Wie war das damals mit teuren Autos und Groupies mit locker sitzender Moral und Kleidung? Hat es die gegeben oder ist das ein Gerücht? Ja, teure Autos hat es keines gegeben. Aber wenn man einen Bus gehabt und der war als Bett hergerichtet. Aber also der Tourbus, da war drin eine Matratze, ein paar ist dann, da haben wir gesagt, gehst mit uns zum Bus, also das hat funktioniert. Wir waren jung und es hat noch kein AIDS gegeben. Die Pille war gerade erfunden. Jung sind sie zwar nicht mehr und die Sirs sind auch nicht weltberühmt in Österreich geworden, aber sie können bis heute eines glaubhaft versichern. Sie haben ihren Jugendtraum nie wirklich ganz aufgegeben. Wenn das nichts wert ist.